Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Curex, aber ihr könnt mich auch den Hitzkopf nennen, denn heute muss ich eigentlich einen kühlen Kopf bewahren in dieser heißen Höhle. Naja, aber ein bisschen hitzig wird schon zugehen. Ich bin das letzte Mal abschließend so richtig schön verbrannt und möchte jetzt es ein bisschen besser machen. Ich habe mich Game Over verbrannt, sowas Blödes. So, ich springe einfach mal hier rüber und diesmal gehe ich, glaube ich, an der Seite hier entlang. Einfach um zu testen, wie es funktioniert. Ob diese zwei Wege etwas anderes bewirken oder ob das einfach ganz... Momentchen, war da noch was? Ich hätte da rüber springen können, aber ich glaube, da wäre ich auch nur gestorben. Also richtig, ich muss hier mal schleudern hier. Schleudergang einlegen, das machen wir zuerst kaputt. Swim! Ah, okay, das ist schön ausgegangen, wie sich's gehört. Genau, da kann ich, glaube ich, in zwei Richtungen gehen. Weil hier kann ich auf jeden Fall hin zur Leiter oder ich gehe einfach geradeaus weiter und komme vielleicht dann auch da hoch. Ich sehe das von hier jetzt gar nicht mal so genau. Geht es denn nicht auch hoch? Ach, da komme ich wahrscheinlich nur zurück, wenn ich es falsch mache. Aber ich probiere trotzdem erstmal das nach oben zur linken Seite aus. Einfach um alle Wege mal getestet zu haben. Man kann es einfach nicht wissen, wo es wirklich lang geht. Genau. Und jetzt muss ich hier hoch. Hallo? Gehst du mal hoch? Ja, sehr schön. Machst du super. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar... Ja, da hätte ich mein Herz wieder bekommen. Dieses Herz hat mir gefehlt das letzte Mal. Hätte ich das gehabt, dann wäre ich nicht völlig verreckt. Aber hätte, hätte Fahrerkette. Ich habe es ja schon mal gesorgt. So. So, hier. Und hier. Okay. Aus damit. Und wir gehen jetzt einmal um die Ecke. Ich hoffe, es bringt uns nicht um selbige. Denn jetzt müssen wir erstmal hier rüber und springen und... Oh, schön hier hoch. Da ist irgendwas in der Lava und schießt auf uns mit Lavaklötzchen. Oh, ich euch schöne Lavaklötzchen. So, hier fallen wir vielleicht nur durch. Ja, das wollen wir nicht. Da hinten ist irgendein Gegner. Den holen wir uns später. Oh, da springen wir mal rüber. Das ist aber auch irgendein Gegner, ha? Irgendwas Langsames. Ich weiß nicht, was es war. Oh, es lebt noch, ha? Nee, es ist tot. Wir haben eine Truhe. Sehr schön. Die öffnen wir mal. Tim. Und. Oh, ein guter Rubin. Hier ist 20 Rubine wert. So schön. Und Sven. Ja, jetzt bin ich auch schon. Nee, ich habe ganz schön viel Geld ausgegeben. Wofür denn? Ach, für den Schild, genau. So. Also hier kommen wir nur zurück. Müssen wir jetzt auf dieses. Auf den Klotz hier springen? Ich denke schon. Huiuiui, schon wieder sehr knapp. Und. In welche Richtung? In die oder in die andere? Hö, da brennt es. Das finde ich nicht so schön. Ich gehe erstmal in die hier. So, und da kommt jetzt irgendwas runtergeflotscht. Das habe ich genau gesehen. Ach, das ist der Schalter für das Brennedingsbums. Na gut, dann muss ich wohl ganz schnell an die andere Seite. Ich kann jetzt schon mal die Perspektive wechseln. Ja, ja, das habe ich mir wohl gedacht. Und jetzt weiß ich nicht mal, wie es da hinten aussieht. Och, Mann, oh. Okay. Dann beeilen wir uns lieber mal ein bisschen. Und hoffen darauf, dass alles gut wird. Boah! Du Sau! Ja, toll. Und die Zeit ist jetzt natürlich um. Arschi. Na gut, also nochmal zurück. Springt das Ding da einfach von der Decke? Warum? Ja. Oh, stimmt. Jetzt habe ich mir ein bisschen viel Zeit gelassen. Ich dachte irgendwie, die Cutscene kommt nochmal. Kam sie aber nicht. Aber ich denke, wir schaffen es trotzdem noch vorbei. Ja. Also es gibt ja auch so ein leises Tick-Tack. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, also das Zeitlimit wird auch akustisch angezeigt. Angezeigt-Limit sozusagen. Muss ich da jetzt draufspringen irgendwie oder so? Ich könnte das mal probieren. Und Stiefelchen vielleicht? Ah ja, das... Ach so, ich dachte, ich muss mehrfach stampfen damit, aber ich muss einfach nur stehen bleiben, glaube ich. Ah ja. Macht's diddlididdlididdim oder irgendwas anderes vielleicht für mich? Ich würde mich freuen. Ja. Jetzt ist nur die Frage, bleibt das unten, wenn ich runtergehe? Ich probiere es einfach mal aus. Ah, ganz viele. Nichts gegen meinen Zwirbelschwirbler. Der Schwirbler macht mir Spassaras. So, hier war nichts. So. Alles klar. Scheint unten zu bleiben, ist in Ordnung so. Ich habe das soweit freigespielt. Gehen wir in den nächsten Raum. Was anderes erwarte ich kaum. Und wir haben wieder einen riesigen Raum. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Ist das ein Magnet? Sieht irgendwie so aus wie so einer. Vielleicht ist das wirklich einer. So ein Magnetkran.
Ach, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn ich hier die Stiefel anziehe... Soll ich das mal testen? Nee, doch nicht. Dass man irgendwie angesaugt wird, so angezogen. Okay. Endlich mal ein normaler Gegner. Sehr schön. Moment, ich habe gerade keine Zeit mit dir. Für dich. Ich muss gerade deinen Freund erstechen. Möchtest du auch nochmal erstochen werden vielleicht ein bisschen? Nein? Schade. Dann muss ich wohl deine Truhe plündern. So, und was haben wir hier? Du hältst deinen kleinen Schlüssel, öffnet die Türen, allerdings nur hier. Oh, voll schade. Na gut. Alles kaputt gemacht. Mache ich auch kaputt und so. Und dann sammle ich Geld ein und bin reich und glücklich. So. Also immer hier mit dem Controller rumwirbeln zu müssen, das ist wirklich irgendwie so... Ich meine, es ist keine echte Kraftanstrengung, aber es kommt mir irgendwie viel anstrengender vor, als ein Knöpfchen zu drücken. Verbraucht bestimmt eine Viertelkalorie mehr. So, pro 100 Mal. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Ach, oder kam... Nee, es war der Haupteingang, oder? Ja, ja, klar. Es war der Haupteingang. Dann gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Dim, dim, dim. Bum, 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 bum. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie in Super Mario 64. Na, jumpen wir einfach mal rüber und hoffen, dass uns nichts passiert. Mal kurz hier hochgucken, ob da irgendwas ist. Nö, noch nix. Und jump. Wow! Ich dachte gerade, ich wäre fast drüber gesprungen. Ich glaube, ich bin auch fast drüber gesprungen, aber es geht auf jeden Fall. Uiuiui. Und wir haben die Tür für unseren Schlüssel gefunden. Ja, zu jedem Töpfchen gibt's einen Deckel. Und das war offenbar der Deckel zu diesem Türchen. So. Bam, bam. Gehen wir weiter. Also. Und. Oh, oh. Bam. Ah, den muss ich bestimmt von hinten irgendwie, ja, genau, angreifen. Denn sein Schwanz leuchtet so schön. Aufgeschlitzt. Und was sagst du jetzt, ha? Dachtest wohl, du könntest mich anzünden. War es nicht heiß genug für mich, trotz Leuchtenschwanz. Ich stehe auch eigentlich eher so auf die weiblichen Echsen. Das, manchmal sage ich sehr merkwürdige Dinge. Bam, bam! So. Sexy, Exi! So, ich gehe mal hier rüber. Kommt da jetzt auch was raus? Nee, ne? Gut. Der scheint mich jetzt schon anzugreifen. Ach, das war auch sowas wie das mich eben... dieses Zeichen kenne ich doch. Was mich eben aus dem Feuer beschossen hatte, glaube ich, so eine Echse. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, die mit dem Kopf einzurammen, die Wand. Es scheint nicht zu funktionieren. Ich versuche mal eine andere Strategie, nämlich hier rüberlaufen. Sind das sowas wie Mini-Dodongos? Ich habe dich aufgeschlitzt. Was sagst du jetzt? Bums sagst du. Habe ich mir gedacht. Ist dir Bums. Okay, ich glaube, jetzt muss ich hier entlang. Wenn ich das richtig sehe. Und da wartet eine weitere Echse. Ah, bis jetzt gefällt mir der Dungeon, obwohl ich einmal gestorben bin, aus Dummheit. Viel besser als der andere, weil er nicht ganz so... Also, man weiß irgendwie immer, wo man lang gehen kann als nächstes. Beim anderen hatte ich mich ja so ein bisschen arg verlaufen da, weil ich die Truhe auf der einen Säule nicht gesehen hatte. Das war ein Krampf. So, aber hier ist es eigentlich ganz in Ordnung. Ein bisschen heiß vielleicht, aber ich finde es cool. Okay, was gibt's hier? Ein Greifer. Oh, ist wirklich ein Greifer. Ich dachte, es wäre ein Schalter, Walter. Ja, ich kann mich sogar dabei so ein bisschen bewegen. Voll hübsch. So, und loslassen. So, ach so, jetzt kann... Ach, natürlich. Jetzt komme ich von der anderen Seite ran. So. Oh, oh. Ich Horstmeier. Mann. Ich Horstmeier. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich bin immer so ungeduldig, dann lande ich in sowas. Ich hoffe, die Tür ist noch offen. Ich nehme an, die Gegner sind wieder da. Zwei Herzchen hat mich das gekostet. Oder doch, ich glaube zwei. Ach, kein Wunder, dass ich das letzte Mal gestorben bin. Zwei Herzchen ist auf jeden Fall zu viel, wenn man nur noch zwei hat. Okay, da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Aber ich denke mal, hier unten werden neue Herzchen drin sein. Und zwar... Der! Nö, nicht. Auch nicht? Auch nicht? Oh, ich hätte es vielleicht nicht zerstören sollen eben, ha? Huh? Vielleicht merken sich das die Kisten, wenn man die schon entherzt hat. Nein, die hat sich nicht gemerkt. Oder ich hatte sie nicht entherzt. So, jetzt gucken wir mal kurz darüber. Ja, wir sehen es ja von der anderen Seite, ob das denn offen ist oder nicht. So.
So, einmal hier rüber. So. Okay. Nee, ist natürlich nicht offen. Ich muss es nochmal machen. Ach, Herr Jemini. So. Komm schon, geh da weg. Okay. Vielleicht haben die auch nochmal ein Herz für links. Zeigt ein Herz für Linker. Ah ja, da ist eins. Sehr schön. Und dann müssen wir eben nochmal schlubbern hier. Schwupp. Und. Und geschafft. So, sehr schön. Loslassen. So, dann gehen wir mal darüber und diesmal ohne in die Lava zu hüpfen. Das wäre mir sehr lieb. Sehr lavieb. Und jump. Und jump. Oh yeah. Aha. Ja, das geht, glaube ich, nur von da. Und so. Oh, du sagst was. Hallo, red mit mir, Mitnamen. Verdammt, der Weg ist ja schon wieder versperrt. Geht das nicht schneller? Vielleicht achtest du ja mal auf den Rhythmus, in dem die Feuersäulen erlöschen. Oh nein, jetzt muss ich auch noch auf Tempo hier durch. Hm. Na gut, dann darf ich nicht ewig brauchen, um die Kamera hier einzustellen. Okay, wir achten mal ganz kurz auf den Rhythmus. Also ich muss quasi losrennen, kurz bevor sie aufhört. Ja, ja, denke ich doch mal. Okay, ich höre sie auf jeden Fall. Nee, ich sehe es sogar. Jetzt wäre es ein bisschen zu spät, glaube ich. Genau. Ich lasse es jetzt nochmal einmal hier. Ich glaube, jetzt gehe ich mal los. Hup, na, hup. Und swip. Hup. Ah, komm, 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 lass mich durch, lass mich durch! Indiana Jones mäßig! Ja, wo ist meine Mütze? Muss ich noch schnappen? Schwupp! Aha, ich hätte es so gern geschauspielert, ging aber nicht. So, wir sind durch, das ist schön. Ach ja, na gut, hätten wir den Part auch schon mal geschafft. Jetzt hätte ich natürlich ganz gerne irgendwas, womit ich das zwischenspeichern könnte. Denn ich möchte eigentlich nach diesem Part für heute aufhören aufzunehmen. Dann bräuchte ich vielleicht sowas wie die Tante, die kann ich doch, oder? Hm. Habe ich das letzte Mal natürlich nicht ausprobiert. Okay, wir haben hier ein Rätsel. Wir haben hier Wasser, wir müssen und lang. Und ich nehme an, es ist genauso wie in Ocarina of Time. Stiefelchen machen schwerer. Klaro. Oh, ich habe offenbar ein Luftlimit. Ich möchte gerne auf diesen Walter-Schalter hier treten, bevor ich wieder auftauche. Nö. Hui. Oh, 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 oh. Es gibt doch Magneten. Wundervoll. Ich möchte aber erstmal hier schauen, was hier noch so ist. Sehr cool. Macht's. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein ansonsten. Sehr cool. Ich mag das mit den Magneten. Coole Sache. Dunk. Jetzt kann ich an der Decke entlang laufen. Das wollte ich schon immer mal. Ist offenbar ein Elektromagnet. Achso. So, jetzt muss man in die falsche Richtung drücken, um da hochzukommen. Ganz merkwürdig. So, Stiefelchen aus. Wir haben es geschafft. Gucken wir mal in die andere Richtung, was hier noch so ist. Ein bisschen hoch. Oh, da sind Gegnerchen. Aber ich glaube, da komme ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Zumindest wüsste ich nicht wie. Gehen wir erstmal durch die Tür, die uns offen steht. So. Ist das Goronen-Hannes? Hä? Aber ich bin nicht zurück im Dorf, oder? Nee, es ist nur irgendein Ältester, glaube ich. Hallo? Oh, der ist ein ganz... Das ist ein Urältester. Okay, rede ich mal mit dir. Oh, ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist, aber ein Mensch? Das ist eine Überraschung. Nun, wenn Don Coronas dir vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht in Zweifel ziehen. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ziegel. Du bist ein tapferer junger Mensch und du wirst deine Kraft einsetzen, um unserem Volk zu helfen, nicht wahr? Du erhältst ein Schlüsselfragment. Sammle alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzuführen. Na gut. Dies ist ein Fragment des Schlüssels zu dem Raum, in dem unser Oberhaupt Grogo eingesperrt ist. Der Schlüssel ist in drei Fragmente zerbrochen. Die Ältesten bewahren jeder eines davon auf. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Na gut, mach ich. Gut, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Da waren auf jeden Fall zwei Truhen, die habe ich schon gesehen. Oh, und da gibt es noch eine Leiter hoch. Wir sammeln das erstmal auf hier. So eine Karte oder so wäre doch nicht schlecht, ha? Was sagst du zu einer Karte? War das optimal geraten oder was?
Na gut, alles klar. Wir haben die Karte gefunden. Und was ist hier noch drin? Ich würde sagen, ein bisschen Geld wahrscheinlich nur. Ich bin ein köstlicher Rater. Also nicht, weil ich gut schmecke, sondern weil ich köstlich gut rate. Dann gehe ich hier mal hoch. Ah, nein, nicht da hoch, du Blödarsch. Ich wollte die Leiter da hoch. So, mir wäre natürlich ein richtiger Gegenstand lieber gewesen, aber das wäre zu unwahrscheinlich gewesen, dass ich jetzt gleich noch was Cooles bekomme. Es gibt noch zwei andere Älteste, die mir was schenken wollen. So, mal gucken, was hier oben ist. Es ist eine Nichts. Ach, juhu, ich habe ein Nichts gefunden. Nein, es geht hier noch weiter. War das die Tante? Ja, komm. Achso, ich kann mein Schwert nicht ziehen. Aufheben. Oh, oh. Ja, das ist die Tante. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von Woilig. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst, jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Mit ihrer Hilfe kommst du aus dem Dungeon heraus und wieder hinein. Rufe mit Hilfe von Minus den Itembildschirm auf und bla 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 bla. Das kennen wir inzwischen schon. Gut, die Tante werde ich vielleicht mal probeweise benutzen, wenn ich den Part beende. Um zu gucken, wo ich dann lande. So, jetzt sind wir im oberen Teil des Raums, von dem wir eben hierher gekommen sind. Aber es sieht so aus. Obwohl, kann ich hiermit vielleicht einfach hier entlang laufen? Oh ja, ich kann. Dann gucken wir uns doch erstmal um. Wir können hier auf die andere Seite laufen, dann darüber. Wir können aber auch direkt hier rüber. Ich denke mal, auf die andere Seite wird aber cooler sein. Das macht aber nichts. Wisst ihr was? Ich glaube... Ach nee, ich kann den gar nicht abballern. Von hier kann ich den Schleuder offenbar nicht benutzen. Ich wollte erstmal kurz gucken, ob es hier vielleicht einen Schatz noch gibt. Aber es sieht so aus, als würde es hier überall keine Schätze geben. Das sieht alles ziemlich gleich aus, oder? Ich meine, ich könnte die natürlich alle besiegen, die Gegner hier. Aber es sieht mir nicht so aus, als gäbe es hier echte Schätze. Na gut, schleudern wir dich mal ein bisschen. Bams. Bams. Na gut, ich versuch's mal mit direkt drauf zielen. Nee. Der ist schleuderresistent. Na gut, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir nochmal zurück. Und versuchen es mal hier mit auspusten vielleicht. Ja, auspusten geht. Okay, und jetzt? Aber es geht nicht sehr lang. Na gut, lassen wir die einfach in Ruhe. Ich mag jetzt irgendwie nicht da drauf laufen. Mit dem Laufen, das ist immer zu langsam. So, ich hoffe, damit habe ich nicht jetzt irgendwas verpasst. Wir haben ja gesehen, es gibt sogar Herzteile in Dungeons. Oh, ist das fies. Okay, erstmal kurz umschauen, was hier so ist. Hier geht es runter. Ist das der große Raum von eben? Nee, ist er nicht, ne? So, erstmal, na gut. Also, man sieht hier sehr wenig. Deswegen mache ich einfach mal ein Schalterchen. Ach so, deswegen sieht man so wenig. Weil der eigentliche Raum oben ist. So. Na gut, jetzt müssen wir uns doch mal umsehen. Wir wollen vermutlich auf so eine Plattform. Da wird einem ja schlecht hier. So, okay, daneben ist auch nichts Besonderes. Ah, gut. Gehen wir einfach mal hier entlang. Ich bin der kleine Marschmeister. Link, link, link. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Yay! So, ich drehe mich mal eben um. Oh, ich glaube, ich muss wahrscheinlich auf diese Brücke hier, oder? Ich denke schon. Also, gehe ich noch ein Stückchen weiter hier entlang. Bam 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 bam. Und schau mal, ob ich mich einfach drauf fallen lassen kann. So viele mögliche Schätze, die ich übersehen könnte. Ja, aber das ist auf jeden Fall der richtige. Man sieht es ja auch hier an der Form. Aber da sehe ich auch gerade noch was. Wenn ich hier einfach weitergehe, dann komme ich da direkt auf so eine Brücke. Das sind die... Auf welches sollte ich denn jetzt gehen? Oh, erstmal sollte ich das vielleicht machen. Weil seht ihr diesen Vorsprung hier? Da komme ich ja auch noch hin. Und der ist noch höher als die Brücke. Ey! Ich schätze mal, dann gehe ich zuerst mal da drauf. So, wir sind da. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber es fühlt sich richtig an.
So, Stiefelchen aus und Seiten gewechselt. So, und was ich eigentlich meinte, ich wollte eigentlich auf diese Brücke, also das da gehen. Denn ich glaube, da war auch noch sowas wie eine Tür. Aber vielleicht ist das nur der Rückweg, wenn ich falle. Weiß ich nicht. So, also gehen wir einfach mal hier entlang und schauen, wie weit wir kommen. So, schon wieder so ein Raum. Feuer, ich Bienchen. Und er wird beschützt von Gegnerchen. Ah, oh, normale Kämpfe machen mir Spaß. Das finde ich schon cool. Okay, wir ziehen ein bisschen Schwertchen, machen ein bisschen Kaputtchen und gehen direkt in den Kampf. Da sind sogar Feuerflattermänner. Flatterheimer könnte man auch behaupten. Bamste! Und Schramste! Kopf hoch! Bamste! Und noch einer. Ups. Willst du vielleicht auch sterben? Nein, willst du nicht, aber du musst! So. Alles klar, alle töt. Alle töt. Das war doch nicht vonnöten. Ich musste euch nicht töten, aber ich wollte so gerne. Achso, das gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Blitzkraft. Also schaltern wir erstmal. Um zu gucken, was passiert. Ja, und, ach, das ist der Raum von Anfang, vom Anfang, oder? Ich glaube schon. Und jetzt bewegt sich das zwischen verschiedenen Stationen und ich muss offenbar zu der da hoch. Na gut, das verstehe ich. Genau, und damit könnte ich auch diese Anfangssache etwas abkürzen. Die Truhe, da hatte ich ja schon aufgemacht. Also, ich muss bei der nächsten Station runter, nehme ich mal an. Und losgelassen, tschüssi. Oh, da war ein Feuermob. Feuerzubatz, überall. So, noch einer. Tschüss. So. Bams. Ich habe zufälligerweise ein Holzschild dabei. Was hältst du wohl davon? So. Haben wir hier nochmal so einen Bewegeheimer. Hey, mach das. Ich habe den zweiten Kran schon gesehen. Ach, das geht jetzt ewig so weiter, oder was? In welche Richtung geht's? Nur in diese offenbar. Dann können wir das hier direkt wieder ausziehen. Und dich mit einem kleinen Schwertangriff begrüßen. Hallo. Wie wär's mit einem kleinen Fangstoß? So. Ich denke mal, ich gehe jetzt erst durch die Tür hier. Ich habe natürlich gesehen, dass es hier noch weiter geht. Oh, aber ich kann das sowieso noch gar nicht aktivieren. Na gut, dann lassen wir das auch gleich sein. Ja. Wir müssen hier durch die Tür. Ach, und der Part, der neigt sich schon wieder seinem Ende entgegen, aber ich möchte noch so ungern. Jetzt noch nicht. Da ist irgendein Schalter, Walter. Und Tektite. Tektites, wie auch immer die heißen. Ich kenne sie. Oh. Nimm dein Schwert zur Hand und schlage alles platt. Bäpse, bäpse, bäh. Puh. Ich habe mich jetzt ein bisschen erschreckt, weil die so gefährlich waren. Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal rüber, ha? Huh? Oder soll ich das gleich mit der Schleuder mal abschießen? Also du auf jeden Fall, hä? Du bist nicht mein Freund. Oh, du bist definitiv nicht mein Freund. Ich hau dich tot. Wir machen das so, dass ich dich tot haue, okay? Okay, machen wir so. Kurz umschauen, was hier ist. Also, hier gibt es offenbar Magnetpower an der Einwand. Oh, das geht ja viel weiter rein, als ich gedacht hätte. Und vielleicht gibt's auch, können wir auch unter Wasser irgendwas machen. Ja, guckt euch das mal an. Da unten ist unter Wasser noch irgendein Krams. Und eine Tür, die ich vermutlich noch nicht aufkriege, so wie ich das, wie ich Zelda später kenne. Weglegen, aber nicht aufmachen. Nee, dann geht's wohl erst später rein. Gut, dann probieren wir es mal mit dem Schalter, Walter. Und zwar, indem wir einfach mal draufballern. Vielleicht schaffen wir das ja sogar von hier. Nee, so auf jeden Fall nicht. Da ist noch eine Truhe, da unten im Wasser. Nee, geht so nicht. Wir machen es einfach mal mit dem Stiefelchen. So, öffnen! Blip. Und? Wir haben einen Schlüssel, schon wieder. Leider kein Herzteil. So, wir wollen natürlich ganz gerne nicht ersticken, erstens. Und zweitens auch eventuelle Schätze hier drin finden. So, aber ich denke, das hier wird der normale Weg sein. Ich möchte über die Schädel stampfen, um zu gucken, ob es geht. Ich kann es aufheben. Schädelheimer, ich werf dich weg. Oh, klappt aber nicht so gut. So, und das greifen wir und schieben. Und hoffen, dass wir dadurch glücklicher werden. So, oh, die Luft geht aber schneller aus, als ich dachte. Ja, der warnt mich auch schon vor dem Erstickungstode.
Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich dachte irgendwie, ich hätte super viel Zeit. Habe ich aber gar nicht. So, jetzt haben wir hier einen Schalterheimer. Und damit können wir vermutlich den Magneten da drüben aktivieren. Oh ne, ist ein anderer als ich dachte. Wir kommen hier nach oben. Schalterheimer, du warst ein Freund. Na gut. Ich mach das mal hier so. Achtung. Alles klar. Einmal kurz hier rüber gemarschiert. Okay, alles klar. Und jetzt? Ja, jetzt stampfe ich hier drauf, oder was? Ach so, dann kommt der Magnet von der anderen Seite und dann muss ich in den Strahl reinspringen mit meinen Stiefelchen, nehme ich an, hä? Kann man das so interpretieren? Der führt unten durch und zwar von keiner Plattform. Ja, ja, ich muss da bestimmt einfach gerade reinspringen. Und zwar von dem Ding hier aus. Ist das richtig? Ja, das passt. Und zwar loslassen. Nein, nicht zu sehr. Ja, so vielleicht. Und tschüss. Okay. Easy peasy, Mann. Easy peasy. Oh, der Part hat schon 26 Minuten. Ich fürchte, meine lieben Leute, ich muss ihn hiermit beenden. Ich bleibe für euch extra an der Wand kleben, damit wir ein schönes Abschlussbild haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Ich würde euch winken, aber leider habe ich viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur tschüss und bis dann.